rede ich nicht mehr vom Fußball ab. Habe ich doch gesagt, wir wollen nur heute Abend in der Kneipe was trinken gehen. Nein, ich komme nicht spät zurück. Ich weiß, dass du morgen arbeiten musst. Moment, ich kann jetzt nicht mehr reden. Tschüss. Go quell, meine Damen und Herren. Mein Name ist Henrik Ibsen und Entschuldigung, ich hab's schon vor 137 Jahren gesagt. So geht's nicht. Eine Beziehung kann nicht funktionieren, wenn eins die willenlose Puppe vom anderen ist. Als ob wir alle aus Plastik wären. Das? Ja, genau. Also werfen wir einen Blick ins Puppenhaus und lernen Sie was draus, ja? Mit dabei sind Nora Helmer, die junge Ehefrau des Anwalts Thorwald Helmer. Er ist älter, vernünftiger und verdient das Geld, was ihm eine natürliche Dominanz über sein kleines Eichhörnchen, Vögelchen, Püppchen gibt. Wenigstens hat sie drei Kinder zur Welt gebracht, also irgendwas geleistet. Bisher waren die finanziellen Verhältnisse des Paares etwas prekär, aber im neuen Jahr tritt er eine neue Stelle als Bankdirektor an. Yippie, dann wird alles gut. Ja, das werden wir ja sehen. Ein Hausfreund von Helmers ist Dr. Rank. Ein älterer Arzt, der angeblich von seinem Vater eine miese Form von Syphilis geerbt hat, sogenannten Rückenmarksschwund. Er ist also schwer krank, kommt jeden Tag, weil er sonst niemanden hat. Dann gibt es Christine Linde, eine Jugendfreundin von Nora, die neu in der Stadt ist, nachdem sie ihre alte Mutter zu Tode gepflegt hat. Und schließlich noch den Krogstadt. Das ist erstens ein Ex-Lover von Christine Linde, zweitens ein Jugendfreund von Thorwald, was dieser aber mittlerweile bereut, weil der Krogstadt in der Zwischenzeit auf die schiefe Bahn geraten ist. Und drittens kennt er Nora auch noch, auf mysteriöse Weise. Das werden wir im Verlaufe des Stückes erfahren. Dann gibt es noch die Kinder und die Kinderfrau und es ist Heiligabend, der Tag vor Weihnachten. Deswegen hat die Nora noch ein bisschen Last-Minute-Christmas-Shopping betrieben, kommt nach Hause und ihr Mann so, hat mein kleines Eichhörnchen wieder gehamstert? Und die so, nur ein kleines bisschen Luxus wegen des neuen Jobs. Und ihr so, nein, kein Luxus und keine Schulden vor allem. Und sie so, okay, okay. Und was hat mein kleines Eichhörnchen sich für sich selber gekauft? Ein paar neue Dessous zu Weihnachten? Und die so, nein, ich hätte bitte gerne Geld zu Weihnachten. Und ihr so, aha, ja gut, bitte, hier ist Geld, aber nicht für Süßigkeiten ausgeben. Und sie so, nein, auf keinen Fall. Komm, ist ja weg, mümmelt sie Makronen, ist ja auch ein Nagetier. Kommt die Frau Linde und sie so, hä? Ah, Christine, ewig nicht gesehen. Mein Beileid, du bist ja Witwe, ne? Tut mir sehr leid, aber uns geht's so gut, du, der Thorwald, der wird jetzt Bankdirektor. Ja, das ist ja schön, arbeitslos bin ich auch. Ach was? Ja, dann kannst du ja die neue Sekretärin von Thorwald werden. Das wäre aber nett, vor allem, wo du doch gar nicht weißt, was es bedeutet, kein Geld zu haben. Was? Wenn du wüsstest, der Thorwald war schwer krank, wir mussten eine total teure Italienreise machen und das Geld dafür habe ich heimlich geborgt, aber erzähl's keinem weiter. Hallo? Ha! Und sie so, auch, ha! Und ihr so, keine Bange, ich will nur zu ihrem Mann. Und kennst du den? Ja, von früher, der war mal hinter mir her. Dann kommt der Dr. Rank, ein deutlich willkommenerer Gast. Und die so, oh, hallo Dr. Rank, das hier ist Christine Linde. Wollen Sie eine Makrone? Ich dachte, die wären hier im Hause verboten. Kommt der Thorwald und so, ah, die Christine hat mir gerade Makronen geschenkt. Das ist deine neue Sekretärin übrigens, Thorwald. Und der so, ach so, ja, na schön, dann gehen wir alle mal. Gehen alle mal. Und Nora ist einen Augenblick mit ihren Kinderlein allein. Hallo Kinder, ich freue mich immer so, euch zu sehen. Vor allem, weil ich euch gleich wieder bei der Kinderfrau verräumen kann. Das tut sie dann auch. Und dann kommt der Krogstadt wieder. Sorry, ha, die Rate ist aber doch erst am 1. fällig. Ja, ja. Ihr Mann will diese Frau Linde einstellen. Ja. Und dafür mich rausschmeißen. Passen Sie mal auf. Entweder Sie sorgen dafür, dass er mich behält, oder ich erzähle ihm von unserem kleinen Geschäft. Das können Sie nicht machen. Doch, kann ich. Ich bin einmal auf die schiefe Bahn geraten. Jetzt war ich gerade dabei, mich bürgerlich zu erholen. Und der macht mir alles kaputt. Nee, nee. Sie haben auf dem Schuldschein die Unterschrift Ihres Vaters gefälscht, die ist 2 Tage nach seinem Tod datiert. Das nennt man Urkundenfälschung. Wenn Sie mich hängen lassen, hau ich Sie in die Pfanne. Und wenn ich ganz lieb, nein. Kaum ist er weg, kommt der Thorwald nach Hause. Duzi, duzi, duzi. Ja, ja. Du bist umwerfend heute, Schatz. War jemand da, während ich weg war? Nein. Und der Krogstadt? Ach so, ja, ja, der war da. Hat er dich vielleicht gebeten, ein gutes Wort für ihn einzulegen? Ja. Lüg mich nie wieder an! Meine Güte, was hat der denn verbrochen? Der hat Unterschriften gefälscht. Also quasi Kinderschänder, Terrorist, Teufel in Menschengestalt. Arrgh, nein. Das ist eine schöne Bescherung für Nora. Deswegen ist am nächsten Tag auch Weihnachten und es werden die Geschenke ausgepackt. Da kommt glücklicherweise die Frau Linde. Und so, Christine, du musst mir helfen. Ich habe hier dieses Capri-Fischer-Mädchen-Kostüm, das ist hinüber. Kannst du das richten? Okay, aber die Geschichte mit dem Doktor muss aufhören. Was denn für eine Geschichte mit dem Doktor? Na, der hat dir doch das Geld geborgt, von dem du gestern gesprochen hast, oder? Nee, der ist nur... Aber ich muss da raus aus dieser Geschichte mit dem Geld. Ups, da kommt Thorwald, geh mal nach nebenan. Und dann kommt der und sie so... Könntest du nicht bitte den Krogstadt behalten, wenn dein kleines Eichhörnchen dich ganz lieb drum bittet? No fucking way, ich will ja die Frau Linde für den einstellen. Dann schmeiß doch wen anders raus. Der lästert ja sonst bestimmt über uns. Soweit kommt's noch, das wirkt ja, als hätte meine Frau was zu sagen. Außerdem kennt er mich von früher und duzt mich vor allen anderen. Das ist doch kleinlich. Kleinlich? Bang! Und er schickt seine Kündigung sofort ab.
Ihr geht, Rank kommt. Hallo. Hallo, seien Sie doch mal fröhlich. Ich bin todkrank, aber keine Bange. Bevor es soweit ist, schicke ich Ihnen eine Visitenkarte mit einem Kreuzchen. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Klar, jeden. Ist aber ein großer. Ich würde für Sie sterben, denn ich liebe... Nein, ich will das nicht hören. Sie hält sich die Ohren zu, aber ich wollte doch nur sagen, dass ich Sie liebe... Nein, jetzt kann ich Sie nicht mehr um den Gefallen bitten, Sie Arsch. Gehen Sie. Geht der und Ihr Freund Krogstad kommt. Und... Ja, da will sie rausschmeißen. Okay, dann schmeiße ich ein. Und zwar den Brief, den ich an ihren Mann geschrieben habe. Ich bringe mich um. Ja, trotzdem. Schmeiß den Brief ein. Nein, Christine, hilf mir. Und die Christine? Also pass auf, ich habe auch noch eine Unterschrift gefälscht und der Krogstad erpresst mich. Ach, der. Kannst du den vielleicht dazu bringen, den Brief zurückzunehmen, den er meinem Mann geschrieben hat? Ich kann es versuchen, der war ja mal in mich verknallt. Bitte. Und sie geht hinter dem Krogstad her. Dann kommen ihr Mann und Dr. Rank wieder in den Raum. Und ich dachte, du probst deinen Capri-Fischer-Mädchen-Auftritt mit Tarantella-Einlage für heute Abend. Aber das kann ich doch nicht ohne dich. Mein großer, starker Regisseur sagt mir, wo es lang geht. Und keine Briefe öffnen bis morgen. Immer diese böse Arbeit. Also gut, dann ist jetzt Tanzstunde. Und er holt die virtuelle Reitgerte raus und sagt, so, spring, tanz, hüpf, da geht's lang. Und sie so, ja, zeig mir, wo es lang geht. Der dritte Akt beginnt mitten in der Nacht, der Kostümball läuft noch. Frau Linde wartet darauf, das Kostüm von Nora in Natura sehen zu können. Da kommt der Krogstad rein und sagt, ha! Und sie so, ah, ha, ah, das ist sehr gut, wir müssen reden. Ach ja, worüber? Ja, ich weiß, ich habe sie damals sitzen lassen, aber sie sind doch Witwer. Und ich bin auch Witwer und sie haben zwei Kinder, um die sich jemand kümmern muss. Und er so, ach, und das wollen Sie machen? Ja, bitte, bitte, ich muss mich kümmern, ich muss mich um... Ach, das wäre ja eigentlich... Moment mal, das machen Sie doch nur, weil Sie eine Freundin von Nora sind und wollen, dass ich den Brief zurücknehme. Nee. Die muss da durch, sagt sie zu unserer Überraschung. Und er so, ja, dann cool, Spazi, geh mal. Ich komm gleich nach. Der geht schon mal und da kommen die Helmers nach Hause. Sie im Capri-Fischer-Mädchen-Kostüm. Und so, ach, das ist ja toll aus, Nora. Übrigens habe ich mit dem Krogstad gesprochen, du hast nichts von ihm zu befürchten, aber den Brief hat er nicht zurückgenommen. Dann geht sie und die so, so, mein kleines Eichhörnchen, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob die Tanzmaus auch nach meiner Pfeife tanzt. Und sie so, nein, ich will nicht. Da klopft der Dr. Rank. Der Torwald so, na, das ist ja schön, dass du mitten in der Nacht nochmal zu uns kommst. Ja, ist schön, es war auch ein schöner Ball und ein schöner Tag. Und ich habe jetzt Gewissheit, worüber, dass ich mir beim nächsten Kostümball keine Gedanken mehr um das Kostüm machen muss. Und er geht und Klonk wirft noch was in den Briefkasten und er so, na, dann gehen wir doch jetzt ins Bettchen. Nee, 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 ich kann jetzt nicht. Dann hole ich jetzt die Briefe aus dem Briefkasten. Nein, tu das nicht! Du, da war ganz viel Mediamarkt-Prospekte drin, da hätte die Zeitung morgen nicht reingepasst. Und hier hat der Rank uns noch eine Visitenkarte mit Kreuzchen eingeworfen. Was? Dann stirbt er bald. Ach so, ja, dann gehen wir doch jetzt ins Bettchen. Und sie, nein, der Rank stirbt bald. Dann lese ich jetzt Briefe. Und sie so, nein! Kaum ist er im Arbeitszimmer verschwunden und hat die Briefe geöffnet, kommt er mit einem solchen zurück und sagt, Nora, weißt du, was das ist? Ja, stimmt das? Ja, das ist wahr. Du Lügnerin, du Schlampe, du Urkundenfälscherin, du hast mich ruiniert und der kann mich jetzt voll erpressen. Ich sag dir, was jetzt läuft. Wir tun so, als ob alles beim Alten wäre, als ob die Ehe weiter funktioniert, aber du kommst mir nicht mehr mit den Kindern in Kontakt und zwischen uns läuft sowieso nichts mehr. Ist das klar? Und ich so, aha. Palim, palim. Was, noch ein Brief? Ja, ich bin gerettet. Und ich? Ja, wir sind gerettet. Der ist jetzt mit der Frau Linde zusammen und hier schickt er den Schuldschein. Den zerknüllt er, wirft ihn ins Feuer und sagt, puh, gerade noch mal so davongekommen, ich verzeih dir. Ach ja? Hast du nicht verstanden? Ich verzeih dir. Aha, und ich gehe. Geht erstmal nach nebenan und zieht sich um, kommt zurück und sagt, so, was wirst du machen? Hör mal, ich bin doch nicht dein Dressurpferd und auch keine Puppe. Wir haben nie auch nur ein vernünftiges Wort miteinander gesprochen. Ich liebe dich nicht. Ich gehe jetzt und lebe mein eigenes Leben. Die Kinder bleiben hier. Was? Aber? Kein Aber. Erst willst du mich dressieren, dann willst du mich einsperren. Aber wenn du mich lieben würdest, was keine so schlechte Basis für eine Beziehung ist, dann hättest du nicht gesagt, was du vorhin gesagt hast. Tschüss. Und in einem bemerkenswerten Akt des Erwachens bricht Nora aus diesem krassen Puppenhaus aus und beginnt ein eigenes Leben. Und das, liebe Gemeinde, war Nora oder ein Puppenheim von Henrik Ibsen. Vielen Dank.